Das Höhlendrama in der Türkei geht weiter. Dort sitzt ein Amerikaner 1000 Meter unter der Erde fest. Inzwischen geht es ihm etwas besser, aber der Einsatz ist nach wie vor aufwendig und vor allen Dingen zeitraubend. Experten aus ganz Europa bemühen sich darum, den Forscher zurück ans Tageslicht zu holen. Der 40-Jährige erlitt in der Tiefe plötzlich eine Blutung im Magen-Darm-Trakt. Seine Rettung kann aber vermutlich erst am Samstag oder Sonntag frühestens beginnen. Mark Dickey kann schon wieder etwas lachen, doch lange Zeit sah es für ihn gar nicht gut aus. Der 40-jährige US-Höhlenexperte war mit einem internationalen Forschungsteam in der dritttiefsten Höhle der Türkei unterwegs, als er in knapp 1200 Metern Tiefe plötzlich heftige Magenblutungen hatte. Kollegen schafften ihn in ein Lager in 1000 Metern Tiefe, wo er Bluttransfusionen bekam. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich weiß, dass die schnelle Reaktion der türkischen Regierung, die mir die nötige medizinische Versorgung zukommen ließ, vermutlich das Leben gerettet hat. Ich war dem Tod verdammt nah. Die Morka-Höhle befindet sich im Hinterland der türkischen Riviera im Taurusgebirge nordöstlich von Antalya. Mehr als 170 Höhlenretter aus der Türkei, Ungarn, Bulgarien, Italien, Kroatien und Polen wollen den US-Forscher auf einer Trage vom derzeitigen Lager auf 1000 zunächst in ein provisorisches Camp auf 700 Metern Tiefe bringen. Die Höhle hat aber vor allem im ersten Drittel extrem enge Gänge, ein großes Problem für eine Rettung mit einer Trage. Die Trage ist natürlich viel voluminöser als der Patient selbst. Und die Höhle ist bekannt für Engstellen, gerade im oberen Bereich. Das heißt, dass man dort mit der Trage vielleicht gar nicht durchkommt, dass diese Engstellen erst erweitert werden müssen. Und das kann dauern. 2014 konnte ein deutscher Höhlenforscher, der bei einem Steinschlag in der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden in knapp 1000 Metern Tiefe schwer verletzt wurde, erst nach 11 Tagen nach oben gebracht werden. Die Rettungskräfte in der Türkei rechnen damit, dass die Bergung von Mark Dickey etwa 3 bis 4 Tage dauern wird. Er ist 1 Kilometer unter der Erde. Das ist eine Strecke, für die braucht man auf flachem Boden, wenn man sie gerade geht, 10 bis 15 Minuten. Aber wenn man hinabsteigt in den Boden, da brauchen selbst gesunde und erfahrene Berg- oder Höhlensteiger, Höhlenforscher, brauchen 10 bis 15 Stunden dafür. Und das zeigt auch nochmal eben, wie lang sich das eben ziehen kann. Also da wird man tatsächlich schon mit ein paar Tagen, wenn nicht sogar ein paar Wochen rechnen müssen. Er wird sich auch immer wieder zwischendurch ausruhen müssen. Das wurde gerade gemeldet noch von Rettungsforschern vor Ort. Sie sprechen deswegen auch nicht umsonst von einer der schwierigsten logistisch schwierigsten Operationen, die sie bisher je erlebt haben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.